Moin moin Leute, ich bin der Combus Brain oder einfach nur Yannick und begrüße gerade dich zu einem neuen Part von Deltarune Kapitel 2. Wir sind das letzte Mal stehen geblieben, genau an dieser Stelle. Komplett allein gelassen von allen anderen, weil wir es so wollten. Und im Keller. Und was oder wer erwartet uns wohl im Keller? Vielleicht ist es Mike. Spammington G. Spamton hat ja auch schon darüber gesprochen, dass es um irgendeinen Mike ging, aber ich glaube, da ging es eher um den Knight. Knight Mike. Und ich weiß ehrlich gesagt noch nicht ganz, was wir hier finden werden. Hier haben wir erstmal eine Truhe. Nichts. Mit Fliegen. Okay. Wir haben ein Ding, das nach uns schnappt. Du hast die Truhe geöffnet. Drin war ein Dark Dollar. Und hier war auch wieder... Das sind irgendwie so kleine Partikel. Nicht mehr. Es macht mir halt alleine Angst, drüber nachzudenken, dass wir ja allein sind. Alles, was wir uns heilen können, wenn jetzt ein Kampf kommen sollte, ist nur mit Items. Oh Gott, das war ein Trick. Unser Ausgang ist weg. Junge, Junge. Ich habe auf jeden Fall, ich habe wirklich Respekt hier vor. Ich habe Angst. Die haben es geschafft, dass ich... Also Keller ist ja sowieso kritisch. Jetzt sind wir quasi im Keller. Im Keller vom Keller. Klingt so, als ob ein Force Field ausgegangen ist. Das alles war nur für den Anfang, für das Force Field? Ich weiß nicht, wie ich das schaffen soll. Wie bitte? Was ist das denn jetzt für ein Game Over Screen? Der war ja irre. Okay, er schickt mich wieder hier hin. Das wird nicht einfach. Das wird wirklich nicht einfach. Oder haben wir jetzt das Force Field über... Wir müssen das Force Field nicht nochmal ausmachen, oder? Doch. Okay. Ich dachte, dass das Game vielleicht sogar so dir das in die Wiege legt. Dass du einfach... Ist es jetzt noch schneller geworden oder bin ich noch schlechter geworden? Ich hoffe ehrlich gesagt, dass dieses DNA-Ding ganz am Ende das Letzte ist, was man machen muss. Ich kann mir vorstellen, dass das Letzte ist, weil das ist halt repetitiv einfach nur die ganze Zeit drehen und dann könnte es enden, I guess. Ich bin auf jeden Fall schlechter geworden, gerade beim zweiten Try, oh boy. Okay. Ja gut, wenn man schon weiß, dass sowas auf dem Weg dahin auf einen wartet. Na? Wir freuen uns. Kann man denn von dem getroffen werden? Okay, ich hatte recht. Das war das Letzte. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Okay, das Force Field ist aus, Freunde. Hier auch einfach durchrennen. So gruselig es aussehen mag. Okay, Force Field ausgeschaltet. Gespeichert. Gehen wir rein. Was wartet im Keller auf uns? Was hat sich hier Gruseliges aufgebaut? Hier ist nichts. Oh Gott, das ist doch auch wieder so ein Ausweichspiel, oder? Hier ist was?
Es glänzt etwas in der alten Maschine. Willst du es nehmen? Die Empty Disk ist in unseren Key-Items. Das sieht aus wie ein alter Roboter. Die Empty Disk sollten wir Spammington mitnehmen. Ist es gerade wirklich so gut, dass wir mit Spammington zusammenarbeiten, frage ich mich. Sollten wir das wirklich tun? Konnten wir die jetzt einfach mitnehmen, ohne irgendeinerlei Kampf? Sollten wir uns nicht irgendwie komisch fühlen, dass wir die Disk einfach genommen haben? Aber Moment, ich hab eine Überlegung. Es ist ja eine Empty Disk. Was ist, wenn wir die Disk jetzt zurückbringen und dann spielt der da irgendwas drauf, irgendein Image oder so, eine Datei, dass wir damit den Roboter wieder starten können? Das könnte sein. Vielleicht bin ich hier was auf der Spur. Maybe. Komm schon, Susi, gib mir meine Brille zurück. Oh, schau mich an. Ich bin ein Idiot, der Hausaufgaben liebt. Komm schon. Okay, nimm sie zurück. Danke. Oh, Chris, ist alles okay? Wie auch immer, lass uns gehen. Okay. Also, direkt jetzt zurück zu Spammington. Ich bin mir wirklich unsicher, ob man dem die jetzt... Ich weiß es wirklich nicht. Ich fühle mich nicht so ganz komfortabel, dass wir dem das geben. Ich meine, er hat uns den Hinweis gegeben und auch den Keygen, damit wir überhaupt reinkommen. Aber irgendwie ist das jetzt ein Deal, den wir angenommen haben. Und es wirkt wie so ein Devil-Deal. Wie so ein Deal mit dem Teufel. Gift Disk. Chris, du hast es geschafft. Du funky kleiner Wurm, du hast mir die Disk gebracht. Oh, gee, Mama, ich kann diesen leckeren Geschmack schon spüren. Und jetzt, Chris, sei nicht gierig. Gib mir die Disk. Dann werden wir sie transferieren. Mein Hyperlink blockt. Und dann, Chris, was dann kommt, ist sehr, sehr wichtig. Geh zurück und pack die Disk dahin, wo du sie her hast. Tu das und du kriegst meine spezielle Garantie. Ich werde ein paar Savings für dich haben. Jeder Big, jeder Shot, jeder Hyperlink blockt. Alles deins, Chris. Was sagst du, Big Shot? Warnung. Wenn du die Terms and Agreements annimmst, wird unser Store permanent geschlossen. Transfer. Oh, endlich. Ich wusste, du würdest es annehmen. Chris, hier. Ich beginne deinen Transfer. Der Store ist geschlossen. Wir haben den Deal angenommen. Und sollen jetzt die Disk zurückbringen? Was wahrscheinlich so viel bedeutet, dass wir jetzt gleich gegen einen geisteskranken Roboter alleine kämpfen werden. Ich bin gespannt, was jetzt passiert. Oh boy, dass ich auch immer so die schwierigsten Sachen zwischendrin einfach machen muss, ne? So als wäre es nichts Besonderes. Hey, Yannick, wie wäre es, wenn du den, ich denke mal, Secret Boss einfach mal eben so machst? Easy. Oh, Junge. Ich denke, dass das der Secret Boss sein würde. Also ich kann es nicht mit hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit sagen, aber bin mir ziemlich sicher. Okay. Da ist ein Slot für eine Disk. Willst du die Loaded Disk einführen? Du hast die Disk in den kaputten Mechanismus geführt. Nichts passiert. Natürlich passiert nichts. Nichts ist passiert. Nee. Natürlich nicht. Holy Kakadu, fühle ich mich gut! Hier bin ich, Chris!
Der große, große, größer und besser denn je. Diese Kraft ist Freiheit. Ich muss nicht weiter eine Puppe sein, nicht mehr. Oder dachte ich zumindest. Was sind das hier für Fäden? Warum bin ich nicht groß genug? Es ist immer noch so dunkel, so dunkel. Chris? Chris, Chris, Chris. Das ist richtig, du. Ich brauch dich. Um groß zu sein mit mir. Sehr, sehr groß. So groß, dass wir so groß sind und über die Dunkelheit schauen. Steh auf und stand up with our heads und mit unserem Kopf in den Wolken. Wolken, Himmel. Ich brauch nur das Kleine. Deine kleine Seele. Du hast sie. Natürlich kommen sie, um uns zu retten. Chris! Was zur Hölle war das für ein Idiot? Chris, wir hatten Angst um dich, deswegen... Chris, du hast Freunde? Warum sagst du denn nicht für mein 3-in-1-Spezial? Heute kann die ganze Familie durch die ganze Stadt reisen. Bitte ihre Aufmerksamkeit, Kunden. Es muss an Kasse 3 aufgeräumt werden. Jemand hat die Seele liegen lassen. Als ob das jetzt Sonnenfight ist. Chris? War das gerade ein großer Schuss? Wow, ich bin so stolz auf dich. Ich hätte dich töten können. Ah, Himmel, schaust du zu? Es ist Zeit, dass wir einen speziellen Deal machen. Die Musik. I need time to process this. Das ist ja einfach der Wahnsinn. Und man dachte, nach Megalovania haut er nicht mehr solche geisteskranken Banger raus. And here we are! Es ist Zeit für den Big Shot. Spammt Neo. Snap all. Jeder hat Kabel abgeschnitten. Chris, ist dieser Körper nicht himmlisch? Dreimal die Firepower, zweimal die Wasserpower und am besten fliegende Köpfe! Und wahrscheinlich, wenn die halt durchgehen, dann kriegen die Leute da Schaden, die da hinten stehen. Snap all. Wir werden diese Schmoes und Daves in Rosengraten verwandeln. Aber hiermit komme ich momentan noch besser klar als mit dem anderen Boss. Chris, willst du nicht Teil von meinem wunderschönen Herzen sein? Oder brauchst du eine kleine spezielle Tour? Sehr schön. Wie viel hat er jetzt gerade schon? 24, okay, das wird dauern. Alles, was du tun musst, ist groß werden. Dann sind wir diejenigen, die die Regeln machen, Chris. Aua! Ich weiß zwar, dass ich so auch so große Schüsse machen kann, aber ich will die irgendwie nicht einsetzen. Ich glaube, wir sollten uns lieber einmal heilen. Oder? Meint ihr, wir halten noch eine Runde aus? Eine Runde halten wir noch aus. Anrufen. It's calling Chris. Mein Herz, meine Hände. Das war sauknapp.
Chris, kannst du mir in die Augen schauen und wirklich Nein sagen? Schau mir in die Augen, in die Nase, in den Mund. Alter Vater. Jetzt sollten wir auf jeden Fall anfangen, uns gegenseitig zu reviven. Und, zu heilen? More or less? Heals Team, 70. Perfekt. Ich werde eine Herzattacke kriegen. Ich glaube, wenn wir das jetzt aber richtig lösen, also wenn wir ihm tatsächlich genug Schaden machen, genau, dann wird er nur noch mehr gespared. Alter, wir haben noch nicht mal die Hälfte. Jetzt haben wir die Hälfte. Chris, ich werde dir einen freien Wert geben. Stirb jetzt und ich werde 50 Bullets umsonst reinschmeißen. Snap. Snap. Heal. Orbiting Shield. Das ist ja nett. Chris, wenn du mir die Seele gibst, dann werde ich dir alles geben, was ich habe. Ich werde dir drei einfache Zahlungen geben für $9,99. Boah, die Attacke ist so asozial. Die Attacke ist echt sauschwer. Snap. Back to reality. Ultimate Heal. Ja, Best Healing, aber es kostet auch echt sau viel. Heal. Ich glaube, dass Susi gleich drauf geht, wenn wir zweimal snappen. Wir sollten lieber einmal ein Cookie einsetzen. Und dann healen wir einmal. Möchtest du nicht ein großer Star sein? Fracku! Haben wir noch so ein Revive-Mint? Brauchen wir eigentlich gar nicht unbedingt. Möchtest du nicht helfen, dem alten Freund Spamten helfen? Chris, denk doch nach! Was werden meine Eier tun? Deine... Wie bitte? Oh, deine Eier. Ich dachte, ich muss heute nicht über deine Eier nachdenken, Kollege. Ah! Nein! Ich spiele gerade absolut scheiße! Fuck! 63. Piss! Shit! Piss ass! Heal Ally, wie viel heilt das? Nur so wenig. I only kill you 50% faster. Er kann uns 50% schneller killen als andere Produkte. Okay, das haben wir gerade richtig gut gemacht. Heals Team, 70. Rein. Und snappen. Ich werde dir einen Free Value geben. Wenn du jetzt stirbst, gebe ich dir extra Bullets. Ich bin mir bei dem halt echt nicht sicher, ob man da einfach nur ausweichen sollte am besten. 69% Mercy, großartig. Und hier bin ich mir jetzt nicht sicher, ob wir vielleicht mal wieder mit allen angreifen sollten. Wie viel hat das gemacht? 7, ne? 4 hingegen zu 7. Nee, nee, Nummer sicher. Nummer sicher gehen, wirklich. Ist besser. Chris, nimm den Deal an, nimm ihn! Willst du ein Herz an einer Kette sein dein ganzes Leben lang? Okay. Ja, wie ihr sehen könnt, er wird jetzt absolut geisteskrank. Ja, es ist doch gut. Hör doch auf. 76%. Oder möchtest du... Möchtest du... Was möchte ich?
Was ist da gerade passiert? Ich weiß nicht, was da gerade passiert ist. Chris, ich werde dich nicht zwingen. Ich kann dich nicht zwingen. Aber schau doch mal, Chris. Schau dir die Kraft von Neo an und frag dich selbst. Willst du nicht auch ein Big Shot sein? Ich bin dem gerade fast perfekt ausgewichen. Willst du nicht ein großer Shot sein? Ich glaube, wir brauchen noch eine Attacke. Aber ich will mich nicht zu sehr freuen. Prozent. Heilt euch nochmal. Heilt euch nochmal. Ich weiß nicht, was jetzt gleich noch passieren kann. Moment, müssen wir dann den nicht auch sparen gleich? Was? Die... Meine Kabel, sie sind fast alle weg. Chris, du schenkst mir die Freiheit? Chris, nach allem, was ich dir angetan habe, nach all den verzeihbaren Deals, Free Chromer, die ich dir gegeben habe. Du gibst mir meine Dankbarkeit zurück. Chris, ich versteh's jetzt. Der größte Deal von allen. Freundschaft! Chris, meine Tage einer langnäsigen Puppe sind vorbei. Bitte schneide das Dings durch und mach mich zu einem wahren Jungen. Schaust du zu, Himmel? Es ist Zeit für Spamtons Comeback Special. Und dieses Mal werde ich leben. Nein. Ich selbst und meine Freunde. Hier, ich gehe. Schau mir zu, wie ich fliege, Mama. Look at this face. Who did it? First f***ing try. Der beste Deltarune Undertale-Spieler auf Deutsch. Den Titel nehme ich mir jetzt selbst an. Sieht so aus, nach all dem konnte er nichts anderes sein als eine einfache Puppe. Aber ihr drei, ihr seid stark mit einer Kraft wie dieser. Vielleicht könnt ihr drei eure eigenen Fäden durchbrechen. Lasst mich eure Stärke werden. Du hast den Schattenkristall bekommen. Du hast den Dealmaker bekommen. Kann man damit... Davon haben wir jetzt zwei. Ein starker Schatten geht... Haben wir den anderen Shadow Crystal von dem anderen Secret Boss bekommen? Ich glaube schon. Dealmaker. Plus 30% Money. Defense und Magic geht extrem hoch. Ja, geben wir uns, glaube ich. Dann haben wir aber keine Cuteness mehr. Alter. War das geil oder war das geil, Freunde? Das war geil, oder? Das war sehr geil. Und ich bin... Also, ich meine, den letzten Schattenkristall haben wir von Kapitel 1 bekommen. Von, Genville? Das heißt, wir haben jetzt... Susi. Hey, also... Wollen wir ernsthaft... nicht darüber reden? Das war verdammt komisch, Mann. Puppen? Fäden? Hände? Was zur Hölle soll das alles bedeuten? Und wie er einfach zusammengebrochen ist. Ich glaube, das hat nichts zu bedeuten, Susi. Ich denke, es war nur ein kaputtes Programm.
Er ist so unser Freund geworden, also lass uns das einfach annehmen. Chris, du hast eine Gänsehaut. Geht's dir gut? Nein. Chris, geht's dir gut? Du schreist. Hey, alles ist gut. Denk nicht zu sehr darüber nach, was passiert ist, okay? Nimm einfach ein paar tiefe Atemzüge und denk an etwas, was du magst. Etwas Nettes, etwas Sanftes. Ich bin hier direkt neben dir, bis du dich besser fühlst, Chris. Ich denke, Rosie hat recht, Chris. Was auch immer passiert ist, ich denke, vielleicht hat das nichts zu bedeuten. Ich weiß nicht, warum du hierher gekommen bist, aber einfach schön, dass du nicht gestorben bist, hä? Sag uns das nächste Mal bitte Bescheid, wenn du sowas Dummes machst, okay? Wir haben den Secret Boss von Deltarune Chapter 2 First Tried. Ohne Witz, ich werde Jahrzehnte darüber sprechen, dass ich das geschafft habe. Weil der Fight sah manchmal echt hoffnungslos aus und war knackig. Aber we did it. Freunde, hier habt ihr euren Secret Boss. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da für die absolute Sickness. Und wir sehen uns hoffentlich im nächsten Part wieder, wenn wir weiter durch diese Masion gehen und zur Queen und den Brunnen. Bis dahin, euer Brain. Tüdelü. Mit Ü.